Hallöchen ihr Lieben, ich blondiere mir jetzt meine Ansätze. Ich wurde da total oft schon darum gebeten, das mal zu filmen. Also ich persönlich finde das jetzt total unspannend, aber bitte, wenn ihr möchtet, dann filme ich das eben mal. Also, dann fange ich mal an. Ich habe hier meine Haare schon gerade zusammen gemacht. Ich mache in die Spitzen, die sehen jetzt so ein bisschen komisch aus hier, weil ich da Öl drin habe, Kokosöl. Man kann übrigens auch, ist auch noch ein Tipp, in die Spitzen Spülung oder Haarkur geben, weil Blondierung wird ja durch Spülung oder Haarkur neutralisiert und wirkt dann nicht mehr. So vermeidet man, also wenn jetzt zufällig mal was irgendwie zu weit hier reinkommt, dass das dann halt nicht wirkt, weil sonst, wenn man die Haare zu oft blondiert, dann schädigt das natürlich das Haar und deswegen kann man das ein bisschen schützen so. Und ja, ich habe jetzt hier ein bisschen Öl reingemacht, deswegen sind die jetzt hier so super strähnig. Und ja, wie ihr sicherlich schon unter meinen Videos gesehen habt, ich poste das ja eigentlich fast unter jedes Video, weil es sowieso ständig gefragt wird, benutze ich die White Fire Blondierung. Das ist dieselbe Marke, die auch die Directions herstellt. Die machen halt auch vegane Blondierung. Ich bin ja sehr hell, deswegen benutze ich eigentlich entweder 6% oder mische 6% mit 3% oder noch mit ein bisschen Wasser dazu. Also 6% ist für mich eigentlich schon ein bisschen zu stark und 3% kann ich machen, aber ich mache es halt vorsichtshalber immer ein bisschen stärker, weil das halt richtig schön weiß wird bei mir. Also ja, aber 3% ging eigentlich auch, aber wie gesagt, 6% geht auch. Ist jetzt total kompliziert erklärt natürlich. Ja, das reicht für mich vollkommen aus. Ich bin von Natur aus ja schon blond, so mittelblond. Also man sagt ja Straßenköterblond, aber ich finde, das klingt immer so scheiße. Ja, also so Straßenköterblond bin ich eigentlich. Übrigens, meine Bürste, boah, die ist schon so alt, man erkennt den Schriftzug gar nicht mehr. Das ist eine Roger Para Bürste, da wurde ich auch schon öfter nachgefragt. Die habe ich auch noch im Mini. Hier sieht man den Schriftzug noch. Und ich habe noch eine Great Lengths Bürste, die ist eigentlich für Extensions, aber die sind halt besonders schonend zu den Haaren, obwohl die hier voll piekt. Da finde ich die von Roger Para besser. Am liebsten benutze ich echt die, weil es damit überhaupt nicht weh tut zu kämmen. Da kann man ziemlich gut mit entwirren. Das mal so am Rande. Ich habe immer noch vorsichtshalber so ein paar Spangen. Altes T-Shirt natürlich anziehen. Ich habe hier wie immer mein Färbet-T-Shirt an. Und ja, die Blondierung habe ich jetzt hier schon eigentlich fertig zusammen gemischt. Da bin ich nämlich erst nach dem Mischen drauf gekommen, dass ich das ja theoretisch mal filmen könnte. Aber es ist nicht so schwer, also wie man das mischt, steht ja auch alles dabei und so weiter. Wobei es bei Blondierung eigentlich kein richtiges Mischungsverhältnis gibt. Also dann macht das eigentlich jeder, wie er will, meiner Erfahrung nach. Also manche mögen das halt dicker. Ich mag die Blondierung lieber, wenn sie ein bisschen flüssiger ist, also mehr H2O2 hinzugeben. Und dann macht das echt jeder, wie er will. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch erklärt ist in der Beschreibung von dem Produkt, wie man das mischt. So, ich trage das jetzt mal zügig auf hier und danach werde ich euch noch so ein paar Dinge sagen, die mir noch so einfallen zum Thema Blondieren.
Alles aufgetragen. Ich habe jetzt erstmal meine Uhr auf eine halbe Stunde gestellt. Dann mal gucken, ob es schon reicht oder ob ich es noch drin lassen soll. Hier ist überall Blondierung. Bäh. Seht ihr das? Da. Hier geht. Ja, also noch ein paar Dinge zur Blondierung. Da muss ich jetzt ein bisschen freestylen. Ich habe mir nämlich nichts aufgeschrieben. Was könnte ich euch denn erzählen? Also ich habe jetzt die White Fire Blondierung. Ich habe diesmal 6% mit 3% gemischt. Lasse ich jetzt erstmal eine halbe Stunde drauf. Dann gucke ich, ob das schon hell genug ist. So länger als 50 Minuten, maximal eine Stunde, sollte man solche Sachen nie drauf lassen, weil die Power auch irgendwann weg ist und dann wirkt sie nicht mehr. Aber das Haar wird natürlich trotzdem immer noch geschädigt und deswegen also nicht so lange drauf lassen. Danach ist auf jeden Fall eine Absäuerung Pflicht, das heißt Spülung, besser noch eine Haarkur, damit das Haar auch richtig gepflegt wird. Eine Spülung pflegt in der Regel nicht, sie macht das Haar nur kämmbar und säuert es halt ab. Und ja, eine Haarkur pflegt halt. Und gerade blondiertes Haar benötigt natürlich sehr viel Pflege und deswegen auf jeden Fall eine Haarkur. Ich werde meine Paul Mitchell Haarkur danach verwenden. Ach so, zum Auftragen vielleicht. Ihr habt ja jetzt vielleicht in dem Video gesehen, dass ich hier mit diesem kleinen Spiegel rumhantiere immer. Und zwar ist es natürlich sehr hilfreich, weil man hinten natürlich nichts sieht und man wirklich nur ganz konkret auf die Ansätze auftragen sollte, um die anderen Haare nicht zu schrotten. Deswegen, ich habe vor mir einen Spiegel und mit diesem hinteren Spiegel kann ich dann einfach sehen, was ich an meinem Hinterkopf mache. Das ist einfacher. Solltet ihr dann auch machen, wenn ihr das könnt. Ansonsten ist es natürlich immer besser, wenn man eine zweite Person hat, die einem hilft beim Auftragen. Aber das hat halt nicht jeder immer verfügbar und deswegen ist das eine gute Alternative dazu. Wie gesagt, auf jeden Fall Schutzkleidung verwenden, immer Handschuhe tragen. Blondierung ist sehr aggressiv. Und wenn man das auf die Finger bekommt, dann merkt man nach einer Zeit, dass das ziemlich brennt und höllisch wehtut. Deswegen auf jeden Fall Schutzkleidung tragen. Wenn was irgendwie in die Augen kommt, sofort ausspülen. Also sofort. Natürlich auch, wenn hier was auf die Haut kommt. Wie gesagt, es brennt sehr stark. Deswegen legt euch am besten irgendwie so ein kleines feuchtes Tuch irgendwie dabei, dass man das immer schön abwischen kann. Schön mit Klammern fixieren, dass nichts in die Längen kommt und in die Spitzen kommt. Wie gesagt, man kann da super mit Kur oder mit Spülung arbeiten, dass man das einfach in die Spitzen reingibt, damit die gar nicht erst von dieser Blondierung angegriffen werden können, falls mal was da reinkommt, was ja eigentlich immer der Fall ist, weil man das ja auch an den Handschuhen hat. Und wenn man die dann hinterher zu so einem Knoten zusammenklebt, wie ich das jetzt hier gemacht habe, dann kommt natürlich immer ein bisschen was dran und das schützt dann einfach so ein bisschen. Ja, wenn die Uhr abläuft, dann einfach ausspülen, ganz normal waschen, ein bisschen vorsichtig sein, weil die Haut, also die Kopfhaut ist dann ein bisschen gereizt, weil Blondierung ist ja schon ziemlich Bombe. Also das brennt auch bei mir immer so ein bisschen, weil ich auch eine empfindlichere Kopfhaut habe. Aber naja, das hält sich halt nicht von allein auf. Also die Blondierung, die ich jetzt benutzt habe, die White Fire Blondierung, ist vegan und tierversuchsfrei, habe ich ja schon gesagt. Ich packe euch natürlich alle Links mal irgendwie in die Beschreibung, die interessant sein könnten, zu der Blondierung, wo man sie kaufen kann. Manchmal habe ich das noch, dass das ein bisschen gelb wird, dass es nicht sofort ganz weiß wird. Dann benutze ich einfach so Silbershampoo bzw. Silberkuren, also allgemein Produkte mit violetten Pigmenten. Da kann ich euch auch mal so eine Liste
in die Beschreibung packen, was ich gerne benutze. Unter anderem das Paul Mitchell Silber Shampoo, das ist sehr gut. Dann gibt es auch noch Kuren, die diese violetten Pigmente enthalten. Man kann auch eine Tonspülung machen mit Directions. Da gibt es ja auch den White Toner, da ist das dann schon fertig verdünnt. Oder man nimmt einfach zum Beispiel Violet und mischt das mit ganz, ganz, ganz viel Spülung, dass das ganz hell wird. Dann hat man auch so eine Art Silber Shampoo, nur eben als Tönung sozusagen quasi. Das kann man dann immer machen, auch wenn man generell blonde Haare hat, kann man das machen, um den Gelbstich loszuwerden. Also ich blondiere mir wirklich immer nur die Ansätze nach, die halt nachwachsen. Also ich blondiere meine Längen nie. Ich wasche das dann einfach ganz normal raus mit den Directions. Ich weiß, die Versuchung ist groß, das einfach raus zu blondieren, aber das mache ich nicht, weil einfach das zu sehr angreift. Die Haare werden dadurch extrem angegriffen und deswegen mache ich das nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt gesunde Haare habe. Ich habe ja diesen Prozess durchlaufen, habe ich euch ja erzählt, in diesem Schwarz auf Weiß blondieren Video. Ich hatte ja mal schwarz gefärbte Haare und habe die dann auf Weiß blondiert. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Die Haare sind danach richtig kaputt und deswegen mache ich jetzt wirklich nur die Ansätze und nirgendwo sonst lasse ich mehr Blondierung dran, weil ich bin so froh, dass meine Haare gesund sind, glänzen, keinen Spliss haben, gar nichts haben. Und deswegen ist mir das schon wichtig, dass das nicht in die Länge kommt. Und das würde ich euch auch raten. Also wascht die Tönungen wirklich immer raus, blondiert sie nicht raus, weil ihr werdet euch hinterher schwarz ärgern, wenn eure Haare dabei kaputt gehen. Und das, bis sie sich wieder regeneriert haben, das dauert ja Jahre. Und deswegen würde ich euch echt raten, immer nur die Ansätze zu blondieren. So, ein paar Tage sind seit dem Blondieren vergangen. Wie man sieht, ist das jetzt hier alles wieder schön hell. Ich habe jetzt derweil noch ein bisschen meine Directions rausgewaschen, dass die wieder einigermaßen so draußen sind. Da bin ich jetzt noch bei. Aber ja, ich wollte jetzt euch erstmal nur die Ansätze zeigen. Deswegen habe ich auch einen Zopf, weil man das dann so einfach viel besser sieht. Ja, also wie man sieht, sind die wieder richtig schön hell. Durch das ganze Waschen, rauswaschen mit den Directions sind sie jetzt hier noch so ein bisschen gelblich. Wenn ich sie jetzt weiß haben wollen würde, was ich gerade für Pastelltöne, beziehungsweise wenn ich irgendwas mit Blau mache, überall da, wo kein Grünstich erwünscht ist, dann würde ich mit Silbershampoo noch waschen, dass die wieder richtig weiß sind. Und das wäre es dann eigentlich. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich das für die nächste Farbe, die ich geplant habe, höchstwahrscheinlich, wenn das klappt, nicht brauche. Deswegen mache ich das jetzt nicht, aber ansonsten wären sie halt wieder weiß. Ja, und das ist das Geheimnis, wie ich weiße Haare bekomme. Also das ist eigentlich total unkompliziert. Und ja, das geht. Also blondieren und gesunde Haare ist durchaus möglich, wenn man ein paar Dinge beachtet und wenn man es nicht übertreibt. So, meine Lieben, das war es jetzt hier von meinem Ansätze-Blondieren-Video. Ich hoffe, ich konnte euch alle Fragen beantworten. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare posten. Oder falls ihr Feedback da lassen wollt, falls ihr irgendwas sagen wollt. Kein Problem, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann könnt ihr euch jetzt noch meine letzten beiden Videos ansehen. Das war einmal meine Everyday-Make-up-Routine. Und ein Do-It-Yourself zu einer pflegenden Gesichtsmaske, die für alle Hauttypen geeignet ist. Das ist super. Das könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr Bock habt. Ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dieses Video zu bewerten. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.